Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurücke und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei. Suchet ihr denn mich? So lasset diese gehen. Das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat?
der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Thank you.
Petrus aber folgte Jesu nach, und ein anderer Jünger. Hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's.
nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener, einer die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du? Bist du nicht, 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 bist du nicht
lächelte aber und sprach: Ich bin's nicht, spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sei ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus. Herzen stehen die Schmerzen, meine Missetat.
führeten sie Jesum von Kaifa vor das Richthaus. Und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Werden diesen nicht an ihren Thank you.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht! Thank you.
Stücken, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blut gefällt errücken, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefällt, errücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blut gefällt errücken, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleich, dem Himmel gleich geht. Erwäge, 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 wie sein Blut gefärbt,
allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleich, dem Himmel gleich geht. Erwäge, die sein Blut gewährt. Erwäge, in allen Stücken, dem Himmel gleich geht. Erwäge, erwäge, erwäge. In allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen:
Tresor hinein in das Lichthaus und spricht zu Jesu. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Macht habe, dich loszugeben. Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn Thank you.
kreuzigten sie ihn und mit ihm 10 andere zu beiden Seiten. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Das habe ich geschrieben.